Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tilt Reigns in World hier auf meinem Kanal. Wir gehen auf die Long Island Railroad heute. Da haben wir noch einiges an Szenarien offen. Ich habe insgesamt viel zu viele Szenarien offen. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen wieder über 80. Driving Range, da eine kleine Geschichtsstunde stand da. Irgendwas mit Golfsport. Wir lassen uns mal drauf ein. Bei der Long Island Railroad, da gleich auch nochmal zu Beginn der Hinweis. Denkt dran, dass ihr dort immer mit Zugsicherungssystem fahrt. Die könnt ihr nicht ausstellen. Und dann hier im Ladebildschirm auch nochmal der Hinweis, ihr dürft sehr gerne ein Däumchen da lassen, Kommentare da lassen, Abo nicht vergessen und Mitglied werden ab 99 Cent im Monat, ab nächste Woche dann der erste exklusive Content nur für Mitglieder. Wer da mehr erfahren möchte, Mitglied werden und dann habt ihr im Discord auch einen Raum, in dem ich dann Infos dazu nochmal rausgebe und dann bekommt ihr dort auch Videos zu sehen, die nicht jeder zu sehen bekommt, was damit zusammenhängt, dass ich dadurch den... die Streaks umgehen kann für Spiele, die ich auf meinem Kanal so nicht zeigen dürfte, wegen eventuellen musikrechtlichen Urheberrechtsverletzungen. Die sind dann nämlich für mich persönlich auch nicht monetarisiert und ich bekomme keinen Ärger dafür, weil ich ja nicht mit einer Gewinnabsicht ja allgemein eh nicht mache. Das interessiert ja YouTube an der Stelle erstmal nicht. So, also, Driving Range heißt das Ganze hier. Driving Range, weiß jeder von euch, das hat mit Golf zu tun. Guten Morgen, heute fahren wir mit dem frühmorgendlichen Sonderzug von Jamaika zum Hempstead-Abzweig. Dieser Zugdienst soll zusätzliche Kapazitäten für Fahrgäste schaffen, die an dem aktuellen Festival of Golf auf Long Island teilnehmen möchten. Okay, wir versuchen mal die Kiste erstmal aufzurüsten. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Bitte bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor, bevor Sie die Fahrgäste hier bei Jamaika einsteigen lassen. Machen wir... Alles kein Problem. So, also. Den dann machen wir an. Den auf vorwärts. Den auf maximale Bremse. Dann machen wir mal die Türen auf. War doch hier oben. Door open. So, die Warndichte sollen wir noch auf ausmachen. Okay. So, was fehlt noch? Laden Sie die Bremsen auf 90 PSI auf. Ja, das sollte ja eigentlich automatisch jetzt passieren, oder? So, da geht's auch schon los hier. So, 90 PSI aufgeladen. Fahrgäste steigen schon zu. Wunderbar. So, Zugsicherung ist hier ein riesengroßes Thema. Kann man hier halt tatsächlich wirklich nicht ausstellen. Das ist halt einfach so. Da müsst ihr einfach immer schnell genug bremsen, die Bremskurve einhalten, dann geht das. Irgendwo sollte eigentlich aber auch hier dann Suppression stehen, wenn ihr genug Bremskraft habt. Ich finde es nur gerade nicht. Das wird mir gleich wieder ins Auge kommen, wenn wir dann erstmal losfahren hier. So, Zugspitze haben wir ja. Hab ich ja gerade eingestellt. Zugschluss sollte auch da sein. Jawohl. Wunderbar. So lässt sich das doch arbeiten hier. Würde ich sagen. So, also, auf der Beschreibung fahren wir wohl da mal kurz rein und dann wohl da auch wieder raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was hier Phase ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann aber die Bremse schon mal auf minimale Bremse stellen. Dann kann die Bremszylinder mal ein bisschen aufladen. So, dann machen wir die Türen zu. So, jetzt natürlich die Frage. Die Türen gehen zu, ne? Ja. So, alle Fahrgäste sind an Bord und wir sind bereit für die Abfahrt nach Osten in Richtung Hempstead. Wir halten in Hillside Betriebswerk, damit der Lokführer, der diesen Zug gebracht hat, aussteigen und die Schicht fortsetzen kann. Ja, ich bin noch gar nicht losgefahren. Wo ist denn mein Hauptsignal? Also, was da unten ist, ist nicht, oder? Kann mal selber gucken hier. Okay. Ja, haben wir jetzt eine Fahrerlaubnis oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Probieren wir es aus. Für mich sieht das nicht so aus, als hätten wir eine Fahrerlaubnis, aber egal. Weil das Signal da unten, das wird ja nicht unseres sein, oder? Ja, wir können tatsächlich fahren. Okay. Ja, gut. Ja, zur Not hätte ich ja oben noch meinen Distance-Anzeiger, wo ich auch gesehen hätte, dass das Signal
So, da vorne habe ich definitiv mal einen Fahrtbegriff. Aber wir sind erstmal auf 15 festgenagelt hier. Ich sehe das hier vorne. Da unten sind die 15. Insgesamt als Tipp einfach nur für euch, für alle, die mit dem Zugsicherungssystem noch nicht so richtig klarkommen. Nehmt einfach die niedrigste Geschwindigkeit von der da und von der da. Die können drei unterschiedlichste Geschwindigkeiten anzeigen. Also ich könnte jetzt oben eine Streckengeschwindigkeit von 70 haben, dort steht eine 60 und hier habe ich eine 40 stehen, dann fahre ich einfach die 40. Fahrt einfach immer die niedrigste Geschwindigkeit, die euch irgendwie zugelassen wurde. Dann seid ihr erstmal auf der sicheren Seite und dann dürft ihr euch soweit auch eigentlich nichts passieren. War ein schönes Klopfen hier. Obwohl eine Flachstelle. Das ist ja wunderbar. Ich liebe ja die Long Island Railroad. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass das jetzt nochmal quasi als eigene Strecke wieder ja, eingeführt, verkauft wurde. Da haben wir natürlich auf der alten Long Island die Szenarien alle schon durchgespielt. Das heißt, theoretisch könnte ich die jetzt mal vom Rechner schmeißen und dann können wir uns mit der hier begnügen. Die ja eigentlich voll und ganz ausreichen würde. Als, als Strecke, weil die, also, es ist ja dieselbe Strecke, nur halt, dass wir hier ein bisschen mehr Strecke und ein bisschen mehr Inhalt haben. Und halt die drei verschiedenen Fahrzeuge, wobei die M3, glaube ich, immer noch als DLC dazu gekauft werden muss. Also für alle von euch, die die M3 hier unter Umständen nicht haben, bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich habe das ganze Konzept jetzt von der Long Island 2.0 hier nicht so richtig verstanden, was GTG sich damit irgendwie erhofft oder vorgestellt hat. Was mit dem Zugsicherungssystem, das kann ich an der Stelle vielleicht auch gerade nochmal erklären, warum die nicht auszuschalten sind. Das hat damit zu tun, dass die Long Island Railroad, das Unternehmen, welches ja hier die Kooperation mit DTG eingegangen ist und gesagt hat, hier, ihr dürft unsere Züge nachbauen. Die haben gesagt, bitte nur mit eingeschaltetem Zugsicherungssystem. Das hat nichts damit zu tun, dass DTG uns ärgern will. Das liegt halt wirklich daran, dass die das Eisenbahnunternehmen gesagt hat, bitte nur mit eingeschalteten Zugsicherungssystem verbauen, das Ganze. Jetzt haben wir hier erstmal den Fall, dass wir zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten hatten, oben und in der Mitte 80. Aber unser Leuchtmelder, der hat 30 gesagt, also fahren wir nur die 30. Das, was ich vorhin gesagt hatte. Muss man so ein bisschen hin und her gucken, was für eine Geschwindigkeiten da jetzt für einen eigentlich genau zählen. Leider hat das mit dem Livestream hier mit der Strecke ja nicht so richtig geklappt. Jetzt haben wir 40-40, das heißt, wir können jetzt auch 40 fahren. 40-40-80 ist in die Geschwindigkeiten oben die Streckengeschwindigkeit, die zulässige Geschwindigkeit der Leuchtmelder und die 80 im rot dargestellten Feld. Die ignorieren wir an der Stelle erstmal. Uhrzeiten haben wir für unseren Fahrplan mal wieder nicht. Und neue Geschwindigkeiten werden natürlich quittiert. Und dann beschleunigen wir mal auf die 60. Dann halten wir da vorne aber auch schon das erste Mal an. Da ist noch ein bisschen weiter weg. Also können wir ruhig noch Gas geben. Den Bahnsteig hier, den ignorieren wir. Müsste die ganzen Strecken mal abfahren und diesmal mal gucken. Uiuiui. Wäre doch der Bahnsteig gewesen, ne? Ja. Wunderbar. Voll verkackt. Hoffe ich, dass ich mit dem Arsch wenigstens noch drinnen lande. Aber das sieht gut aus. Dann ist das Ganze nicht ganz so wild. Ah, ich habe jetzt oben irgendwie Meter im Kopf gehabt. Aus wie viel Wagen bin ich jetzt dran vorbeigefahren? Ah, nur, guck mal, 2,5 Wagen, das geht ja.
bin vorher noch eine englische Strecke gefahren, deswegen war ich jetzt mit den Fuß ein bisschen überfordert. Jetzt müssen wir die Bremse wieder neu aufladen. 90 PSI. Wir wieder auf minimale Bremse. Türen zu. Wenn der Buzzer kommt, sind wir wieder fahrbereit. So, Stewarton Manor. Also hier fahren wir nicht rein. Das sah aus, als würden wir hier einmal reinfahren in der Beschreibung. So, das ist ein alter Streckenast, den kennen wir schon. Das hier ist ja der neue Streckenabschnitt, den wir hier befahren dürfen. Jetzt dürfen wir zumindest mal auf die 80 hoch beschleunigen. Ich bin hier übrigens mit der M9 unterwegs, für alle, die sich fragen, was für ein Fahrzeug das hier überhaupt ist. Meine M9. Wir haben ja drei verschiedene Fahrzeuge hier zur Auswahl, die M3, M7 und M9. Die M7, die kennen wir natürlich von der Long Island, von der ersten Version, die M3 als DLC und die M9 ist das Fahrzeug, was hier neu mitgeliefert wurde. Die Long Island hier auch wieder zu erkennen. Ne? Performance ist manchmal ein bisschen wackelig. Das hat mit den Szenerien drumherum zu tun. Wir fahren hier überwiegend oberirdisch durch ein sehr dicht bebautes Gebiet. Das spiegelt sich dann natürlich auch immer in der Performance wieder. Das hat der Matt ja mal ganz gut erklärt in einem Video, dass die Unreal Engine 4 die Map in Blöcken lädt. Und wenn wir aus einem Block rausfahren und der nächste Block vorne dran geladen wird, dadurch kommen dann diese Ruckler zustande. Den wir ja auf vielen Strecken zu kämpfen haben, auf denen relativ viel Szenerie oder auch viel Verkehr unterwegs ist. München-Augsburg ist da auch ein sehr schönes Beispiel. Bis man aus Pasing, also hinter Pasing rausgefahren ist, dann wird die Performance irgendwann besser, weil da dann die Szenerie auch nicht mehr ganz so aufwendig verbaut ist. Dann sollten wir gleich eine Zugbeeinflussung bekommen. Weil da vorne gleich 70 angesagt ist. Es könnte gut sein, dass wir die Geschwindigkeit unterfahren, aber trotzdem müssen wir die quittieren, die Geschwindigkeit. Auch wenn wir sie schon unterfahren haben. Uiuiui, was ist denn hier los? Da stehen einfach mal Leute am Gleis. Aber jetzt haben wir einen normalen Alarm bekommen, jetzt bremse ich mal ein bisschen. Und dann, wenn die 70 gefahren werden sollen, dann sollten wir theoretisch trotzdem nochmal einen Alarm bekommen. Und den müssen wir auch immer nochmal wieder quittieren, den Alarm. Auch wenn wir die Geschwindigkeit schon unterfahren haben. Habe ich jetzt kaputt gemacht? So, das war jetzt so ein Beispiel dafür, dass wir jetzt diese plötzliche Geschwindigkeitsänderung auf die 40 unten hatten. Dadurch haben wir jetzt eine Zwangsbremsung bekommen. Zwangsbremsung können wir aber im ATC auch wieder lösen, indem wir die Geschwindigkeit unterfahren haben und dann einmal quittieren. Aber das ist jetzt das mit diesen unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Hier habe ich den Abzweig hier anders in Erinnerung. Auf der alten Long Island. Aber das... Nee, das war der Abzweig hier. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung.
war eigentlich der Überzeugung, dass wir hier eingleisig fahren und dann aber auch richtig abzweigen von der Strecke. Wir müssen da mal vielleicht einen Vergleich anstellen. Ich muss mir das gleich nochmal in aller Ruhe angucken. Ich glaube, das haben sie verändert. In der festen Überzeugung, dass das hier nicht zweigleisig war. Bei 50 fahren. Schneller werden würde ich jetzt gar nicht wollen. Ruckeldi. Ah, das ist jetzt ein Mega-Ruckler. Die haben wir auch hin und wieder mal. Ich glaube, ich werde jetzt gleich offline nochmal die andere Karte laden und dann mal schauen, wie es da ausschaute an dem Abzweig. Oder ist das der neue Abzweig? Nee. Nicht. Also es wird momentan in der Realität auch viel an der Long Island gebaut. Noch alte Stationen, die irgendwann mal vor 50 Jahren außer Betrieb genommen worden sind, die jetzt wieder in Betrieb genommen werden nach und nach. Kleinen Streckenabschnitt von denen haben wir auch hier. Also diesmal komme ich pünktlich zum Stehen. Da kann sich jetzt keiner beschweren. So, der Garden Golf Club ist einer der wenigen verbliebenen Men-Only Golf Clubs in den Vereinigten Staaten. Er wurde erstmals 1897 als Island Golf Links eröffnet und war mit dem Garden City Hotel verbunden. Er wurde von Walter Travis und Devereux irgendwas gegründet. Bis 1899 war der Platz auf 18 Löcher mit einer Länge von über 6000 Yards erweitert worden. Derzeit sind es 6926 Yards. 1902, im Jahr 2013 wurde der Garden auf Platz 26 der Liste der 100 besten Golfplätze der US Golf Magazine auf Platz 47 in der Liste der 100 besten Golfplätze der Welt gesetzt. So. Zu schnell weg, der Text. Den kann ich nicht lesen. Geht doch nicht sowas. So, Nassau Boulevard. Mit direkt auf die 70 hochbeschleunigen. Ja, wobei, 70 werden wir nicht schaffen. 5000 Fuß haben wir nur. Ich glaube, ein Fuß sind 42 Zentimeter, wenn ich mich nicht irre. Oder 43. Könnt ihr mich auch korrigieren in den Kommentaren, wenn ihr möchtet. Weiß es nicht. Weil wir irgendwann sowas gelesen haben. Oder war das eine Elle mit 43 Zentimeter? Weiß es nicht mehr. So, an meinen Fuß denke. Ja, Schuhgröße 42 passt, aber 42 Zentimeter sind das nicht. So, willkommen in Nassau. Oder Nassau Boulevard. So, der Garden City Country Club, ebenfalls von Walter Travis entworfen, liegt ein paar Meilen östlich der Garden City Golf Clubs. Hier liegt auf einem kleinen Grundstück mitten in einem bebauten Gebiet, macht aber dank Travis das Beste daraus. Hallo, ich habe die Türen aufgemacht.
Mit einer Länge von 6540 Fuß, kürzer Gegenstück, wird aber als traditioneller Out- und In-Kurs gespielt, bei dem sie nach einem neuen Loch nicht mehr blablub. Die Spieler müssen die Bahnlinien zweimal überqueren, einmal Loch 2 und ein weiteres Mal vor Loch 17. Aus diesem Grund ist die Rückkehr zum Clubhaus nach jedem Loch ziemlich schwierig, da die LEA auf dem Weg direkt durch den Platz fährt. Wir fahren direkt durch den Golfplatz. Ist ja geil. Ja, was ist jetzt kaputt? Was ist denn der Golf? Club. Gibt's hier in bei Ludwigshafen auch, in Schifferstadt ist auch ein Golfclub, der durch die Eisenbahn getrennt wird. Keine gute Idee, bei dem Fahrzeug aus Außenansicht anzumachen. Aber ich fahre auch nur mal die 50. Ich glaube, ich werde das gleich mal mit euch zusammen noch machen, wenn wir hier durch sind. Dann werden wir uns die alte Strecke nochmal angucken. Würde mich nämlich doch mal interessieren. Ich glaube, euch auch. Ich meine, dieser Abzweig wäre in der alten Long Island nur eingleisig gewesen. Und diesen Abschnitt so komplett befahren haben wir sowieso nicht. In die Bremse gehen. Weil die plötzlichen Geschwindigkeitswechsel. Am Ende helfen sie uns eigentlich auch, die Geschwindigkeit einzuhalten. Also gar nicht so blöd. Weil die bremsen uns runter und wir können uns trotzdem befreien. Das ist so ein bisschen AFB-mäßig. Wir haben auf 15 gebremst. Ohne Veranlassung. Naja, das ATC, ACSES, ne, so ein bisschen klar komme ich damit, aber also genau erklären könnte ich es jetzt nicht, wie es genau funktioniert. Das liegt außerhalb der Sphären, in denen ich hier unterwegs bin. Cherry Valley, ebenfalls von Walter Travis und Devereaux Emirates entworfen, wurde von Mitgliedern des Salisbury Links Club gegründet und liegt wie die beiden anderen Plätze in Garden City von Long Island. Der Platz beginnt mit einem 280 Yards langen Par 4, das oft als Handshake bezeichnet wird, da der Platz danach deutlich schwieriger wird. Der Platz wurde 1962 von Robert Trent Jones und zuletzt 2012 von Stephen Kay verlängert. Hier mal hier irgendwie noch ein Thumbnail machen. Brauchen wir noch eine Station weiter? Zwei Stationen sogar. Hempstead Bahnsteig. Okay. Können wir mal kurz mal hier so eine kleine Übersicht holen. Geil. Nord-East Corridor. Steht hier gar nicht drin, die Strecke.
Da muss ich doch mal anders gucken hier. Meiner Bibliothek. Muss ja drinnen stehen. Alia Commuter Route heißt sie. Okay. New York Penn Station, Atlantic Terminal, Jamaica, Long Beach nach Manor St. Albans, Hauptstrecke nach Hicksville, Hempstead-Strecke, Belmont Park. Okay. Wir vergleichen es gleich nochmal, wenn wir hier durch sind. Dann werden wir die beiden Strecken nochmal vergleichen. Und jetzt ein Gegenzug. Ganz schön langsam, der Hobel. Oder war das der Abzweig, von dem ich vorhin sprach? Das kann natürlich auch sein. Mal näher ran hier. Das Signal ist eh noch zu. Ups. So können wir arbeiten. So, Signal ist immer noch zu. Mach mal zu, die Türen. Minimale Bremse. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Signal da vorne offen ist oder nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Aber den amerikanischen Strecken. Ah, jetzt ist es aufgegangen. Okay, alles klar. Gut. Jetzt ist da unten ein gelber Streifen, der vertikal zeigt. Machen wir kurz eine 15. Aber meine Vermutung ist, dass wir vorne gleich nicht schneller drüber fahren dürfen. Aber wir gucken gleich nochmal in aller Ruhe. Weil es könnte auch der Abzweig gewesen sein, das. Warte. Doch könnte gut und gerne sein, dass es dieser Abzweig war, über den ich vorhin sprach. Aber wir gucken es gleich nochmal an in aller Ruhe. Bin die Long Island ewig vorher nicht mehr gefahren. Jetzt werden uns sogar die 15 angezeigt oben in der Vorschau. Weil der neue Streckenabschnitt ist definitiv dieser hier. Gerade, dass hier auch noch ein Zugleiter-Szenario mit dabei ist. Kann mal raussuchen. Könnte sein, dass das der Streckenabschnitt ist, von dem ich sprach. Wir haben mal Zeit, wir gucken uns das an. Kein Stress. Da vorne sagt halt. Haben wir eh keine Uhrzeiten, also wir können eigentlich fahren, wie wir wollen.
Interessiert hier gerade gar keinen. Im Jahr 1920 kaufte eine Gruppe von Geschäftsleuten aus der Gegend von Hempstead auf Long Island 122 Hektar Ackerland, Wälder mit Absicht, einen Golfplatz zu bauen. Sie beauftragten Peter Less mit dem Entwurf und dem Bau der ersten vorderen neun Löcher des Platzes, Hempstead Golf and Country Club. Für die letzten hinteren neun Löcher des Platzes hatte Twillinghast bis 27 einen Weg durch das von den Geschäftsleuten gekaufte Waldgebiet angelegt. In jüngster Zeit hat Stephen Kay Restaurierungsarbeiten auf dem Platz durchgeführt. Ja, haben wir wieder was gelernt. Die Türen jetzt offen. Heute können Golfer zwischen vier Abschlägen wählen, sodass der Platz zwischen 5.800 Yard und 6.600 Yard mit einem Paarwert von 72. Der Hempstead Golf und Country Club ist ein privater Club nur für geladene Gäste mit einer strengen Kleiderordnung, der jedoch im Gegensatz zum Garden City Golf Club sowohl für Männer als auch für Frauen offen ist. Wenn ich das richtig verstehe, sind hier irgendwie 20 Golfclubs. Wohl. Das Signal ist aufgegangen. Und wie schnell dürfen wir fahren? Weiterhin nur... jetzt dürfen wir 30 fahren. Aber auch nur kurz. Das heißt, wir können zumindest mal ein bisschen beschleunigen. Ja, wir vergleichen gleich nochmal die Strecken miteinander. Ich glaube, das wäre eigentlich so ein Ding gewesen, die Long Island, wo man hätte sagen können, okay, wir bauen die komplett nach. Weil viel fehlt da eigentlich nicht mehr. Weil das Long Island Railroad Netz ist eigentlich noch wesentlich größer. Also es gibt noch eine dritte Hauptstrecke, die hier oben wohl irgendwie lang geht. Ihr könnt euch das mal in Wikipedia angucken. Ich glaube, dass das nicht so ein großer Aufwand gewesen wäre. Gerade ein Ingo-Hobby. Macht hab. Gleich nochmal machen. Ein Tagesstreak. Binsen geht. 113 Tage habe ich jetzt schon. Aber gleich. Wenn ich fertig bin, lade ich die Folge eh direkt hoch. Am Ende habe ich ja gemacht. Ich glaube, für das Video, was ihr gestern gesehen habt, habe ich noch kein Thumbnail gemacht. Das muss ich nochmal nachholen. So. Hier reingucken, da ist die Endstation. Abzweig. Es könnte sein, dass das so war. Wir gucken es gleich, wie gesagt, nach. Wir vergleichen gleich nochmal die Strecke. Also neu ist auf jeden Fall der ganze Bereich hier unten. Der ist neu. Wie das hier ausschaut. Durch den Golfclub sind wir jetzt nicht gefahren, oder? Zumindest habe ich ihn jetzt links und rechts von der Strecke nicht wahrgenommen. So, dann machen wir das mal ordnungsgemäß hier. Aber wo ist denn meine Türverriegelung da, ne? Da. Ich bin auf. Dann schauen wir uns das gleich nochmal in aller Ruhe an, wie der Unterschied. Wir können ja mal kurz hier reingucken. Also, das hier oben kennen wir alles. Das ist nicht neu. Der Teil hier ist auch nicht neu.
Jamaika, nach vorne geradeaus, kennen wir alles. Ah, dieser Alarm. Ja, das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Ich bin der Meinung, dass dieser Abschnitt eigentlich hier oben gewesen wäre. Aber anscheinend bin ich da auf der falschen Seite. Gucken wir uns gleich an. Kein Problem. So, das war eine gute Fahrt. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. War eigentlich ganz okay. Ah, Platin. Nehmen wir mit, ne? Dann gehen wir mal kurz auf die alte Long Island und gucken uns das mal an. Aber die alte Long Island, ich glaube, wenn man das bis jetzt noch nicht gemacht hat, dann kann man es jetzt spätestens, glaube ich, von der Festplatte runterschmeißen. Wäre natürlich schön, wenn man so ein Update auch von allen anderen Strecken nach und nach bekommen würde. Das Ganze wäre natürlich schick, wenn es nicht mit so einem lächerlichen 10% Rabatt wäre, sondern wenn man die Strecke vorher schon hat, dann kriegt man halt 80% oder 70% Nachlass. Und dann könnte man ja durchaus auch so eine Sachen wie diese ganzen Hagenstrecken zum Beispiel zusammenführen. Oder Aschaffenburg und Maintalbahn und das Ganze dann nochmal als neues Produkt quasi verkaufen. Dann können sich die Leute, die es noch nicht haben, für 40 Euro das Ganze als Paket kaufen. Also das also als neue Strecke kaufen. Und alle, die die beiden Strecken vorher schon haben, kriegen dann pro Strecke, was weiß ich, 15 Euro Rabatt und bezahlen dann nur noch 10 Euro oder so. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. So, wir gehen mal kurz in die Long Island Railroad. LLIR. Das ist die hier. Hallo. Ah, Long Island. Da ist sie, so. Okay, wir suchen uns einfach mal irgendeinen Fahrplan daraus. Wir wollen ja nur mal über die Karte gucken. Nichts Besonderes. Dann möchte ich euch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, ihr dürft den Kanal abonnieren, wenn ihr Spaß mit mir heute hattet. Ihr dürft natürlich Kommentare da lassen. Der Link zum Discord, der ist wie immer in der Videobeschreibung. Da freue ich mich über jeden von euch, dass wir die 600 wieder voll machen. 612 hatten wir mal kurzzeitig. Jetzt sind wir auf 593 runtergerutscht. Warum auch immer. Relativ viele gegangen. Wahrscheinlich, weil es so ruhig war hier. Aber geht jetzt wieder weiter. So, jetzt gucken wir mal kurz. Doch, tatsächlich ist dieser Streckenabschnitt, der ist schon da. Ne? Und alles andere, das wäre dieses hier und dieser Teil hier, den wir neu bekommen haben. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Däumchen nach oben nicht vergessen und dann hoffe ich, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin von mir natürlich wie immer einen schönen Abend an alle und ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.